Okay. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Kein Problem. So, genau, dann vielleicht noch einmal zu den Folien, genau, die ich eben erwähnt hatte. Das ist einmal, wer heute bei Ihnen ist und zum Ablauf. Und dann würden wir schon anfangen mit dem Organisatorischen. So, Sie sind alle über Ihren Computer wahrscheinlich zugeschaltet. Sie sind alle stumm geschaltet. Und Sie können an der Seite Fragen im Chat stellen. Die werden wir im Nachgang beantworten können, beziehungsweise im Nachgang dann uns dem widmen. Dann, genau, wie geht es danach weiter nach dem Webinar? Dann werden wir Sie um ein kurzes Feedback bitten. Sie bekommen die Präsentation als E-Mail zugeschickt und können sich dann, wenn Sie noch offene Fragen haben, jederzeit an uns wenden. Wir sind heute hier von Handwerk International vertreten. Handwerk International ist der Ansprechpartner für über 130.000 baden-württembergische Handwerksbetriebe in allen Fragen der Außenwirtschaft. Und wir sind im Auftrag der 8 Handwerkskammern im Land und im Auftrag des baden-württembergischen Handwerkstages unterwegs. Wenn Sie Zollfragen haben, Exportfragen oder Ihre grenzüberschreitenden Dienstleistungen planen, auch in der Auslandsmarkterschließung tätig sind, auf internationale Messen gehen möchten oder Projekte und Kooperationen im Ausland interessant finden, sind wir gerne für Sie Ansprechpartner. Den Link zum Video, den können Sie dann im Nachgang in der Präsentation anklicken, die wir Ihnen zuschicken. Wir sind auch Teil des Enterprise Europe Network in Baden-Württemberg. Das ist das größte Netzwerk zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, die einen internationalen Fokus haben. Es ist von der EU-Kommission gefördert und im Rahmen des Enterprise Europe Network bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Betreuung und Beratung an zu Technologie- und Geschäftskooperationen. Kontaktieren Sie uns auch gerne hierzu. Auch hier gibt es ein kleines Video, was Sie sich gerne im Nachgang angucken können. So, jetzt grenzüberschreitende Dienstleistungen in der EU mit unserem Fokus Spanien. Allgemein, bevor meine Kollegin gleich anfängt, sind die Fragen zu klären. Wer ist überhaupt der Kunde? Ist der Kunde zahlungsfähig? Was ist das Auftragsvolumen? Wie groß ist der Auftrag? Welche Leistung führen Sie aus? Führen Sie sie persönlich aus oder entsenden Sie Ihre Mitarbeiter? Dann gibt es Subunternehmer. Was muss dort beachtet werden? Da geht es dann in Richtung Auftragnehmerhaftung, Auftraggeberhaftung. Ist es ein EU-Mitgliedsstaat oder Drittstaat? Und dann müssen Sie natürlich die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen des Landes berücksichtigen und gucken, ob es zusätzliche Kosten geben könnte. Das Interkulturelle darf auch nicht missachtet werden. Hierzu fallen auch Sprachbarrieren, aber auch einfach Unterschiede in der Arbeitsweise. Und wie gesagt, wollen wir Ihnen dazu einen kurzen Überblick über den Markt in Spanien geben. Allgemein gibt es in Spanien aktuell circa 50 Millionen Einwohner, die auf die Halbinsel verteilt sind und die spanischen Inseln. Es gibt 17 autonome Regionen, die mit den Bundesländern vergleichbar sind. Allerdings variiert der Grad, in dem die verschiedenen autonomen Rechtsprechungen und auch die Durchsetzung von den Rechten veranlassen können. Das ist wichtig zu wissen später, wenn Sie in bestimmten autonomen Regionen Ihren Auftrag ausführen werden. Es gibt auch die Sonderstellung von den Kanaren und von den Eklaven. Dazu zählen rechtliche und auch steuerliche Sonderstellungen. Insgesamt, da Spanien auch ein Mitgliedstaat der EU ist, können Sie sich bis zu 3 Monaten so in Spanien aufhalten und erst wenn Sie länger als 3 Monate in Spanien leben oder sich niederlassen möchten, dann können Sie sich oder dann müssen Sie sich im zentralen Auslandsregister, dem NIE, registrieren. So, zum Thema Handwerk. Auch in Spanien
gibt es viele Deutsche, die sich dort niedergelassen haben. Demnach werden auch gerne deutsche Handwerker angefragt, besonders in den Bereichen Bau und Ausbau sowie sanierungsbedürftigen Bausubstanzen besteht Nachfrage. Und in der Zukunft wird jetzt auch im Rahmen der von der EU-Kommission beschlossenen Renovierungswelle erwartet, dass dort mehr Aufträge kommen werden. Die EU-Kommission hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, dass die Energieeffizienz in Gebäuden gesteigert wird. Allgemein schätzen wir die Chancen für Sanitär- und Heiz- und Klima, Solarenergie sowie Spezialmaschinenbau als gut ein auf dem spanischen Markt und freuen uns, dass auch in Spanien die deutsche handwerkliche Ausbildung, Attitüde geschätzt wird. So, jetzt würde ich gerne an meine Kollegin weitergeben. Ja, Sie hören, Handwerker, deutsche Handwerker sind in Spanien gerne gesehen. Und wenn Sie jetzt tatsächlich einen Auftrag in Spanien für eine Dienstleistung bekommen, dann müssen Sie in diesen Zeiten natürlich zuerst schauen, kann man überhaupt ins Land einreisen und wie sind die Bestimmungen vor Ort. Das Auswärtige Amt rät oder warnt vor nicht notwendigen Reisen, da sind vor allem touristische Reisen gemeint, und zwar mit Ausnahme der Kanarischen Inseln, wo die Infektionszahlen derzeit noch so sind, dass man einreisen kann, wobei man generell grundsätzlich in Spanien derzeit noch einreisen kann. Das Einzige, was Sie beachten müssen, ist, dass Deutschland auf der Liste der Risikoländer steht und damit ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests notwendig ist. Bei der Einreise per Flugzeug müssen Sie beachten, dass Sie sich zuvor online registrieren müssen. Dann bekommen Sie, das ist ein kurzes Formular, dann bekommen Sie so einen QR-Code, mit dem Sie dann den Sie bei der Einreise einfach vorzeigen müssen. Wir empfehlen, dass Sie sich generell natürlich im Voraus informieren, wie die Bestimmungen derzeit aktuell sind. Also einfach auch nochmal ganz knapp vor dem Auftrag. Und es wurde jetzt im Oktober der Alarmzustand in Spanien ausgerufen, und zwar bis in Mai hinein. Und das hat zur Folge, dass in den autonomen Gemeinschaften, die meine Kollegin schon erwähnt hat, die Beschränkungen unterschiedlich sein können. Das heißt, sie müssen abhängig von der Infektionslage kann sich dort eine zusätzliche Maßnahme ergeben, und deswegen müssen sie ganz genau schauen, wo gehen sie hin und wie ist die Lage vor Ort, und dann beachten sie bitte diese lokalen Hygienemaßnahmen dann und leisten den Empfehlungen der Behörden Folge. So, next slide bitte. Perfekt. Hier haben wir die schon genannten 10 Tipps für Ihren Spanien-Auftrag aufgelistet. Grün markiert sind all diejenigen Punkte, die Sie schon von Aufträgen im Ausland kennen, auch in anderen Ländern notwendig sind. Und alle anderen sind Spanien-spezifisch. Wir möchten einfach gerne hinweisen, dass das jetzt ein grober Überblick über die Auftragserbringung in Spanien ist. Und wenn Sie einen konkreten Auftrag haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich individuell nochmal bei uns melden und wir dann das auf Ihren Auftrag speziell zugeschnitten beraten können. Dann fangen wir doch direkt an mit dem ersten Punkt, die Haftungserklärung für gefahrengeneigtes Handwerk. Wir möchten Sie ein bisschen interaktiv mit einbinden und haben deswegen immer mal wieder eine Kurzumfrage eingebaut, einfach um Rückmeldungen zu bekommen, wie erfahren Sie in manchen Bereichen schon sind. Deswegen würden wir gerne wissen, gilt Ihre Tätigkeit in Spanien als ein gefahrengeneigtes Handwerk? Können Sie einfach kurz Ja oder Nein angeben, oder wenn Sie es nicht wissen, dann den dritten Punkt. Meine Kollegin wird dann gleich die Umfrage schließen. Genau, ich sehe schon, dass sich einige beteiligen. Das ist wunderbar. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit. Die Hälfte hat jetzt schon abgestimmt. So. Dann würde ich die restlichen Teilnehmer auch noch kurz bitten, einen Klick zu machen, und schließe das
Und schließe die Umfrage dann jetzt. So, das sind die Jetzt Ergebnisse. sehen wir hier das Ergebnis. Und Oh, das war wahrscheinlich zu schnell. also es gibt auch die. Ja, passt auf die nächste Slide. Also die Mehrheit sagt, sie weiß es nicht. Und dafür hat die Europäische Kommission eine Datenbank der gefahrengeneigten Berufe ins Leben gerufen. Und zwar können Sie, das sehen Sie jetzt auf dieser Seite über den Link, der funktioniert dann auch, wenn Sie das PDF von uns bekommen, können Sie sehen, da geben Sie an, in welchem Land Sie Ihre Qualifikation erworben haben, also in Deutschland. Geben Sie an den Staat, in dem Sie tätig werden wollen, in unserem Fall jetzt Spanien, und den Beruf, den Sie ausüben. Und dann kriegen Sie da eine erste Einschätzung, ob Ihr Handwerk gefahrengeneigt ist und ob das demnach, also wenn es gefahrengeneigt ist, dann ist es reglementiert. Und da werde ich jetzt noch näher drauf eingehen auf der nächsten Slide. Genau. Sie müssen nämlich in Spanien eine Haftungserklärung abgeben, wenn Sie im gefahrengeneigten Handwerk tätig sind. Diese Erklärung ist eine Erklärung über die Einhaltung der spanischen Normen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn Sie eine Anlage oder eine Installation machen, dass Sie sich eben natürlich an die gegebenen Vorschriften in Spanien halten. Das ist ganz logisch, wenn Sie überlegen, wenn Sie da eine Elektroinstallation machen und am Ende passt das Kabel nicht oder noch viel schlimmer, es passiert ein Unfall, dann das möchte man einfach damit vermeiden. Empfehlenswert ist daher aus unserer Sicht, dass Sie sich vor Ort mit einem ansässigen Installationsbetrieb zusammentun, der die Zulassung hat, der Ihnen die Haftungserklärung auch ausfüllt und für die Abnahme haftet. Ganz interessant ist auch noch, dass die Subunternehmer das auch tun müssen. Also egal, ob Sie Subunternehmer oder Generalunternehmer sind, diese Haftungserklärung, wenn Sie im gefahrengeneigten Handwerk tätig sind, müssen Sie ausfüllen. Jetzt sehen Sie hier, wir haben ja einfach mal ein Beispiel reingemacht, wie so eine Haftungserklärung aussieht. Das Problem ist, und das wird sich durch die ganze Präsentation durchziehen, dass jede Meldung, die Sie machen müssen, dafür müssen Sie Spanisch können. Jetzt ist das Problem, dass natürlich nicht jeder einfach Spanisch spricht. Deswegen möchte ich hier betonen, dass Sie das immer im Kopf haben, dass wenn Sie einen Auftrag in Spanien bekommen, dass Sie dann eigentlich, wenn Sie der spanischen Sprache nicht mächtig sind, sich jemanden zur Hilfe nehmen müssen. Das heißt, einen Übersetzer, den Kunde vor Ort, einen Kooperationspartner vor Ort und das dann einfach bei der Auftragskalkulierung auch mit einbeziehen, dass es das einfach ein Faktor ist, der Zeit und Geld kostet. Gut, Heike, wir haben ganz kurz eine Frage reinbekommen, und zwar, ob wir den direkten Link zur EU-Datenbank senden können. Und ja, das werden wir. Der Link ist nämlich in dieser Präsentation hinterlegt, die Sie bekommen werden. Okay, wunderbar. Genau, das wäre es zur Haftungserklärung und jetzt kommen wir zu einem wahrscheinlich, wenn Sie im Ausland regelmäßig tätig sind, eine Sache, die Sie schon kennen, die EU-Bescheinigung. Wie Sie wissen, in der EU gilt die Dienstleistungsfreiheit, also Sie brauchen keine Genehmigung für vorübergehende Bau- oder Montageleistungen, aber Sie müssen eben nachweisen können, dass Sie in Deutschland ordnungsgemäß zur Ausübung der betreffenden Dienstleistung niedergelassen sind. Und dieser Nachweis nennt sich eben EU-Bescheinigung. Den beantragen Sie bei der Handwerkskammer, in der Sie registriert sind. Und wichtig ist, dass sie eben nicht älter als 3 Monate ist und dass Sie die mit sich führen. Also beziehungsweise die Mitarbeiter, die Sie entsenden, je nachdem, ob Sie selbst gehen oder Ihre Mitarbeiter. Und vielleicht noch ganz kurz zur EU-Bescheinigung ist auch wichtig, dass Sie nach Erhalt dieser EU-Bescheinigung prüfen, ob wirklich alle Tätigkeiten, die Sie in Spanien vorhaben, durchzuführen, dass die auch auf der EU-Bescheinigung erfasst sind. Das ist aber in der Regel eine Sache, die geht recht schnell, diese EU-Bescheinigung, und Ihre Handwerkskammer hat da auch Erfahrung. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der Reha-Eintragung. Das ist ein sehr spanienspezifischer Punkt.
Und Sie fragen sich vielleicht, was ist die Reha überhaupt? Deswegen haben wir einfach, um mal zu sehen, ob es hier vielleicht Teilnehmer gibt, die das schon gemacht haben, unsere nächste Kurzumfrage. Haben Sie die Reha-Eintragung schon einmal durchgeführt? Da gibt es auch die Option, wenn Sie sagen, noch nie gehört, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, dass Sie das angeben. Wir warten kurz ab. Okay, jetzt würde ich die Umfrage kurz schließen. Bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Es gibt tatsächlich, es haben schon 22% die Reha-Eintragung durchgeführt und knapp 80% kennen die Reha-Eintragung nicht. Also für die 80% würde ich kurz erklären, was die Reha ist. Das ist ein Verzeichnis. Es heißt quasi Registro de Empresas Acreditadas, also Register akkreditierter Betriebe. Und das ist ein Verzeichnis, das der Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit auf Baustellen dient. Das spanische Gesetz schreibt vor, dass jedes Unternehmen, das als Unternehmer oder Subunternehmer im Bausektor tätig ist, es sich in dieses Register für Baubetriebe eintragen lässt. Und das gilt eben auch für ausländische Dienstleistungserbringer, sofern die Tätigkeit länger als 8 Werktage dauert. Ausgenommen sind hier Selbstständige, diese müssen sich nicht ins Reha eintragen lassen. Die Anmeldung erfolgt dann bei der zuständigen Arbeitsbehörde. Die ist auch verlinkt. Also da finden Sie dann pro Comunidad Autónoma, also pro autonomer Gemeinschaft oder Region, eben die entsprechende Behörde. Und zwar von der Region, in der Sie dann eben tätig sind oder der Sitz des Generalunternehmens sich befindet. Das können Sie auch direkt im Rahmen der Entsendemitteilung machen. Diese werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch näher erläutern. Hier ist wichtig, auch wieder die Spanischkenntnisse. Das Reha-Formular, das geht teils online auszufüllen. Das Problem hier wiederum ist, dass die Spanier es einem nicht sehr leicht machen. Man braucht dafür, um das online zu machen, ein digitales Zertifikat, also ähnlich dem Elster. Und das müssen Sie dann sozusagen zuerst beantragen, um dann quasi die Eintragung machen zu können. Und das sind auch je nach Region unterschiedliche Bedingungen, was da bei der Reha alles angegeben werden muss. Dafür ist dann der Reha-Eintrag 3 Jahre in ganz Spanien gültig. Und dann, wenn Sie da einmal drin sind, und dann können Sie das immer weiter verlängern. Und Entschuldigung, wenn die Reha-Eintragung aber fehlt und die Baustelle kontrolliert wird, dann drohen hohe Bußgelder. Deswegen sollten Sie auch immer schauen, wenn Sie Subunternehmer beauftragen, dass sie ebenfalls eingetragen sind. Zum nächsten Punkt, die Baustelleneröffnung und das Thema Subunternehmer. Wenn Sie als Generalunternehmer auf einer Baustelle tätig sind, dann müssen Sie diese Eröffnung der Baustelle melden, und zwar bei der Stadtverwaltung. Dafür wird die Reha benötigt und das müssen Sie natürlich vor dem Arbeitsbeginn tun. Und dafür sollten Sie mit dem Auftraggeber abklären, wie die Anforderungen je nach Größe der Baustelle in Spanien sind. Und dann müssten Sie nachdem Sie diese Eröffnung gemeldet haben, müssen Sie das an der Baustelle sichtbar aushängen. Jetzt kommen wir zu einer spanischen Besonderheit. Das ist das Nachunternehmergesetz. Bei uns ist es das Thema der Auftraggeberhaftung. Also nochmal kurz zum Verständnis. Der Generalunternehmer hat ein direktes Vertragsverhältnis, während der Subunternehmer kein direktes Vertragsverhältnis zum Bauträger oder zum Bauherrn hat. Bautätigkeiten dürfen laut diesem Gesetz vom Generalunternehmer an nicht mehr als 3 Subunternehmer weitergegeben werden.
Der Bauherr oder Bauträger darf dagegen mit so vielen Generalunternehmern wie möglich Verträge abschließen. Das haben wir jetzt hier nochmal auf der Grafik dargestellt. Also da sehen Sie ganz oben den Bauträger und die Generalunternehmer können so viele werden, wie er eben möchte. Aber wenn jetzt wir das Beispiel vom Generalunternehmer 2 haben, dann darf der Subunternehmer beauftragen, bis es dann auf die Ebene 3 angelangt. Und der Nachunternehmer 3, wenn das ein Fliesenleger ist, der dürfte jetzt keine Nachunternehmer mehr weitere Nachunternehmer beauftragen. Und genauso, egal auf welcher Ebene es sich eine Ein-Mann-Firma befindet, die dürfen genauso nicht weiter vergeben. Daher vielleicht noch abschließend, ist es ganz, ganz wichtig, wenn Sie Subunternehmer sind in Spanien, dass Sie wissen, auf welcher Ebene Sie sich befinden. Damit das Ganze nachvollziehbar ist, auch bei Kontrollen, gibt es in Spanien das Subkontraktorenheft. Da wird dokumentiert vom Generalunternehmer, dazu ist er verpflichtet, alle Nachunternehmer einzutragen. Und das eben auf der Baustelle vorliegen muss, damit bei Kontrollen das eben nachgewiesen werden kann. Und wenn der Generalunternehmer nochmal einen Nachunternehmer beauftragen möchte, dann muss das auch gemeldet werden, und zwar innerhalb von 5 Tagen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Arbeitsschutz auf Baustellen. Und allgemein ist zu sagen, dass sich die Erfordernisse nicht so sehr von den Erfordernissen in Deutschland unterscheiden. Es ist ähnlich. Man muss nachweisen durch den Baustellenverantwortlichen auf Spanisch, dass bestimmte Schritte getätigt wurden. Und je nach Größe des Vorhabens ist auch ein spanischer Sicherheitskoordinator zu benennen, der dann mit den spanischen Behörden vor Ort kommunizieren kann, wenn diese Rückfragen haben. Und da würden wir Ihnen empfehlen, das in Absprache mit Ihrem spanischen Kunden zu machen. Die Ausnahme ist, dass als Subunternehmer keine Dokumentation dieser arbeitsschutzrechtlichen Pflichten nötig ist, sondern lediglich eine formlose Mitteilung inklusive der Bestätigung durch den Generalunternehmer, das heißt ein Escrito de Adhesión auf Spanisch. Und wie gesagt, würden wir das je nach Größe Ihnen empfehlen, einen spanischen Dienstleister oder auch die AHK zu kontaktieren, wenn es um Sicherheits- oder Gesundheitsschutzpläne gibt oder zur Vermeidung von Unfällen. So, dann sind wir in Deutschland auch Schulungen verpflichtend, wie zum Beispiel zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz. In Spanien gibt es jedoch keine BG, die sich darum kümmert, sondern zugelassene Dienstleister, die Sie dazu kontaktieren können, die diese Schulungen durchführen. Und wenn Sie diese Schulung durchgeführt haben und darüber einen Beleg oder eine Bescheinigung haben, müssen Sie den übersetzen lassen, am besten auf Spanisch oder Englisch, und den dann auch mitführen. Wir haben Ihnen hier auch einen Link wieder gegeben, auf den Sie dann später sich berufen können. So, ganz wichtiges Thema ist die Entsendemeldung. Diejenigen von Ihnen, die schon mit Auslandsaufträgen zu tun hatten, die werden das Thema kennen. Eine Entsendung ist generell gesprochen eine vorübergehende Tätigkeit, zeitbeschränkt im Ausland, im europäischen Ausland. Wenn Ihr Mitarbeiter entsendet wird in Spanien, müssen Sie, wenn es länger dauert, also wenn der Auftrag länger dauern wird als 8 Tage, bevor der Arbeitnehmer entsandt wird, eine solche Meldung vornehmen, und zwar bei der regional zuständigen Arbeitsbehörde. Hier kommen wieder die autonomen Regionen ins Spiel. Das ist bei jeder dann unterschiedlich, und da können Sie sich dann an die Autoridad Laboral wenden. Wichtig hierbei ist, dass der Arbeitsvertrag mitgeführt werden muss vom Arbeitnehmer, wenn es sich um einen Arbeitnehmer aus Drittstaaten handelt, und auch die Arbeitserlaubnis, in Europa tätig werden zu dürfen. Dieses beides auf Spanisch.
So, wenn Sie jedoch eine Schulung haben für Ihre Arbeitnehmer in Spanien, dann gilt das nicht als Dienst, als meldepflichtige Dienstleistung. Da können die Arbeitnehmer einfach so nach Spanien reisen, auch wenn die Schulung länger als 8 Tage dauert. Falls die jedoch kontrolliert werden, drohen Bußgelder, die auch durchaus empfindlich sein können. Und hierbei möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, was meine Kollegin schon gesagt hat, dass Sie diese Entsendemeldung im Zuge der Reha-Eintragung vornehmen können und dass Sie die Reha-Eintragung benötigen, um diese Entsendemeldung machen zu können. Genau. So, was muss alles angegeben werden bei dieser Entsendemeldung nach Spanien? Natürlich es müssen Angaben gemacht werden zum Auftragnehmer, zu den entsandten Arbeitnehmern sowie zum Auftraggeber, zum Arbeitsort und Beginn und Dauer der Baustellentätigkeit. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass die spanischen Arbeitsbehörden von den Unternehmen, die Arbeitnehmer nach Spanien entsenden, eine Kontaktperson vor Ort angeben, die mit einem permanenten Wohnsitz in Spanien gemeldet ist und auch Spanisch spricht. Und diese Kontaktperson dient als Ansprechpartner für die Arbeitsbehörde in Spanien. Zusätzlich zu dieser Kontaktperson vor Ort müssen Sie auch einen Ansprechpartner für alle Ihre Arbeitnehmer benennen. Das kann durchaus dann Ihr Geschäftsführer aus Deutschland sein, der nicht zwingend vor Ort in Spanien sein muss, aber fähig sein muss, mit den spanischen Behörden zu kommunizieren. Da So. reicht dann wahrscheinlich auch Englisch. Ja, genau, Englisch würde auch reichen. Spanisch ist wahrscheinlich immer das Einfachste. Und jetzt zur A1-Bescheinigung. Da haben wir noch einmal eine kleine Umfrage, die ich mit Ihnen kurz starten möchte. Da gibt es auch einfach nur die Antwort ja, nein. Haben Sie bereits Erfahrungen mit der A1-Bescheinigung gemacht? Wissen Sie, was es ist? Da sehe ich auch, dass viele von Ihnen schon Erfahrung gemacht haben. Ich gebe Ihnen noch ein wenig Zeit abzustimmen. Gerade haben ein bisschen mehr als die Hälfte abgestimmt. So, jetzt würde ich das Ergebnis übertragen. Und wie Sie sehen, haben Sie doch schon sehr viel Erfahrung mit der A1-Bescheinigung gemacht. Deswegen werden wir dann nur kurz darauf eingehen, um den allgemeinen Überblick zu wahren. Und zwar ist es sozialversicherungsrechtlich so, dass das Tätigkeitsortsprinzip gilt. Das heißt, man ist dort sozialversicherungspflichtig in dem Land, in dem man auch arbeitet. Und die A1-Bescheinigung ist der Nachweis dafür, dass sie weiterhin oder dass der entsendete Arbeitnehmer weiterhin im deutschen Sozialversicherungssystem versichert ist. Das gilt, wenn die Entsendung weniger als 24 Monate dauert. Und diese A1-Bescheinigung können Sie bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse oder bei der DKVA beantragen. So, die A1-Bescheinigung ist aber zwingend notwendig bei jeder grenzüberschreitenden Dienstleistung. Deswegen weisen wir hier noch einmal speziell darauf hin. Und jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die mitzuführen bei seiner Entsendung. Und das schließt auch Geschäftsführer mit ein, also Ja, wirklich jeder, genau. der Und auch bei Selbstständigen. So, dann kurz zum Arbeitsrecht. Da Sie sich in einem anderen Rechtsraum befinden, müssen Sie selbstverständlich auch das dortige Recht einhalten. Dazu zählen die spanischen Mindestarbeitsbedingungen. Hierzu ist aber auch wichtig, sich zu notieren, dass es nicht zu Ungunsten der Mitarbeiter geschehen darf. Also wenn Sie in ein Land entsenden, wo die Mindestarbeitsbedingungen schlechter sind als in Deutschland, dürfen Sie die nicht herunterschrauben und müssen mindestens die Arbeitsbedingungen aus Deutschland dann wahren. In Spanien und in Deutschland sind sie relativ ähnlich. Man muss auf den Mindestlohn arbeiten, auf die Regelarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche und die Ruhezeiten.
und die Überstundenregelung beachten. Wenn Sie den entsandten Mitarbeiter für weniger als 182 Tage im Kalenderjahr entsenden, dann bleibt er weiterhin in Deutschland lohnsteuerpflichtig. Wenn es die 182 Tage überschreitet, dann müssten Sie den Mitarbeiter in Spanien registrieren und melden lassen, sodass er auch dort die Lohnsteuer zahlt. Genau. So. Kommen wir jetzt zur Bausteinmappe mit allen Unterlagen. Genau. Das ist etwas, was Sie sich nicht nur für Spanien, sondern generell merken können, dass es ganz wichtig ist, dass Sie vor Ort im Falle einer Kontrolle eben alle Unterlagen gesammelt, übersichtlich haben vor Ort und nicht digital, sondern einfach am besten alles in Papierform, um auf Nummer sicher zu gehen. Da haben wir die verschiedenen Meldungen, Erklärungen aufgelistet, die wir jetzt durchgesprochen haben. Was auf der Liste ist, was wir nicht angesprochen haben, ist zum einen die Kopie des Vertrags oder der Auftragsbestätigung. Das oder würde ich eher streichen. Ich würde sagen, Vertrag bezieht sich auch auf den Mitarbeiter und den persönlichen Arbeitsvertrag oder Entsendevertrag. Und die Auftragsbestätigung vom Kunden. Wir empfehlen generell, die Arbeitszeit aufzuzeichnen, zu dokumentieren. Wichtig ist auch im Hinblick auf die Krankenversicherung, dass Sie diese Krankenversicherungskarte mitnehmen, wo das europäische Zeichen hier auch drauf ist. Und zuletzt ist es wichtig, dass Sie einfach auch pro Mitarbeiter eine Mappe haben, wo dann die mitarbeiterspezifischen Unterlagen drin sind. Also eine Mappe mit den allgemeinen, die Tätigkeit betreffenden oder das Unternehmen betreffenden Unterlagen und dann pro Mitarbeiter eine Mappe für die Entsendemeldung, die A1, die Kopie des Arbeitsvertrags oder Entsendevertrags. Genau, das zu diesem Punkt. Und jetzt kommen wir zuletzt zum 10. Punkt Umsatzsteuer. Da werden wir zum Thema Steuer, wir sind natürlich keine Steuerberater und empfehlen deswegen, dass Sie generelle Steuerfragen immer mit Ihrem Steuerberater abklären. Aber wir möchten trotzdem einen kleinen Überblick geben und hatten da zunächst nochmal eine Kurzumfrage für Sie. Kennen Sie sich mit der Steuerpflicht in Spanien aus und wissen Sie, wann Sie steuerpflichtig werden? Gut, auch hier sehe ich wieder, dass schon die Hälfte von Ihnen abgestimmt hat. Ich gebe der anderen Hälfte auch noch ein paar kurze Momente. Keine Sorge, Sie werden gleich gefragt, ob Sie berichten können. Also Sie können einfach guten Gewissens Ja oder Nein ankreuzen. Und hier haben wir das Ergebnis, Heike. Recht ausgeglichen. Gut, dann geben wir eben, wie gesagt, einen kurzen Überblick. Die Details bitte auf jeden Fall mit dem Steuerberater oder generell absichern. Und auch wenn Sie sagen, Sie kennen sich aus, vielleicht trotzdem nochmal mit dem Steuerberater drüber schauen. Also in der EU gibt es die Mehrwertsteuerrichtlinie und grundsätzlich gilt, dass bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen, dass Sie in bestimmten Bereichen die Steuerschuld umkehren können, wenn Sie gewerbliche Kunden bedienen. Das heißt, die allererste Frage ist immer, wer ist mein Kunde? Ist es ein Unternehmen? Ist es eine Privatperson? Und wenn es eben ein Unternehmen ist, dann greift das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Und Sie können es auf die nächste Slide gehen. Ja, das geht gerade nicht, deswegen. Okay, okay. Also Sie fragen sich erstmal, ist mein Kunde ein Unternehmen oder eine Privatperson? Und wenn es ein Unternehmen ist, dann können Sie eben dieses Reverse-Charge-Verfahren, also diese Umkehr der Steuerschuld, anwenden. Damit liegt dann die Steuerschuld bei Ihrem spanischen Kunden. Und Sie können eine Nettorechnung mit Hinweis auf Reverse-Charge stellen. Aber Achtung, wenn Sie eben eine Dienstleistung für einen Privatkunden leisten, dann bleiben Sie steuerpflichtig. Und was heißt das? Sie müssen sich dann den Steuersatz in dem Bestimmungsland, also in Spanien, abführen
Und dazu müssen sie natürlich erstmal mehrwertsteuerlich registriert sein in Spanien, um dann die Steuer überhaupt an das spanische Finanzamt abführen zu können. Das wiederum, also diese umsatzsteuerliche Registrierung in Spanien ist recht kompliziert. Deswegen da auf jeden Fall steuerliche Unterstützung holen, weil ich hatte nur ein kleines Beispiel, den Beratungsfall von einem Schreinerbetrieb hier aus Baden-Württemberg, der in Ibiza für einen Privatkunde tätig war, der das im Voraus aber leider nicht wusste, dass er sich dann mehrwertsteuerlich registrieren muss, musste das dann im Nachhinein machen, also über ein Jahr später. Musste sich dann registrieren, die Steuer abführen und das war ein ganz schön langer, kostenaufwendiger Prozess, das zu beantragen. Gerade jetzt in Covid-Zeiten ist es mit dem spanischen Konsulat, zum Beispiel jetzt hier in Stuttgart, an das man sich dann wenden muss, gar nicht einfach. Man kriegt kaum Termine und dafür muss man sich dann nämlich erst diese NI-Nummer, die meine Kollegin anfangs erwähnt hatte, für also sozusagen dieses Ausländerregister erstmal diese Nummer beantragen, dann eine weitere Steuernummer, um dann die Umsatzsteuer, Registrierung zu machen. Und wie Sie sehen, sowas ist einfach wichtig, dass man das vermeiden kann, dass man einfach schaut, okay, lieber kläre ich diese Punkte, die wir Ihnen jetzt genannt haben, inklusive der Steuerpflicht im Voraus ab, um sicherzugehen, dass man weiß, was kommen da für Kostenaufwand zu, wie viel Aufwand ist das, um das mit in in die Kalkulation des Auftrags mit hineinzuziehen und dann auch zu sehen, rentiert sich der Auftrag für mich, werde ich, wenn ich zum Beispiel die Reha-Eintragung machen muss, werde ich auf längere Frist vielleicht mehrere Aufträge in Spanien machen und dann lohnt es sich, einmal die Reha-Eintragung zu machen, um dann davon zu profitieren, dass man bei den nächsten Aufträgen diese Bürde sozusagen nicht mehr hat, weil man ja schon eingetragen ist. Genau. Jetzt Wir haben leider immer käme. noch das Problem mit der Übertragung. Ich weiß nicht. Kein Problem, da wir eigentlich jetzt schon ziemlich am Ende unseres Webseminars angekommen sind mit unseren 10 Tipps, die wir durchgegangen sind. Ich würde sie einfach noch mal kurz erwähnen. Wir hatten die Haftungserklärung fürs gefahrengeneigte Handwerk. Die EU-Bescheinigung, die Sie sowieso wahrscheinlich kennen, die Reha-Eintragung, die sogar ein paar von Ihren Teilnehmern, von den Teilnehmern hier schon durchgeführt haben. Wir haben das Thema Arbeitsschutz auf Baustellen gehabt. Perfekt, jetzt haben wir sie auch. Danke. Die Baustelleneröffnungsmeldung und das Nachunternehmergesetz, das beachtet werden muss. Die Entsendemeldung, die A1. Arbeitsrechtliche Bedingungen, wo meine Kollegin auch die Schlechterstellungsklausel erwähnt hat, ist einfach wichtig, dass sie sich daran halten, dass sie eine Baustellenmappe mit allen Unterlagen erstellen und nicht zuletzt das Steuerthema nicht erst im Nachhinein bearbeiten, sondern eben auch schon im Voraus beachten. Genau. Und bevor wir jetzt zu den Rückfragen kommen, möchten wir einfach nochmal sagen, nehmen Sie jetzt das so als Grundgerüst für die Spanien-Aufträge und melden Sie sich bitte gerne bei uns. Wir beraten Sie individuell am Telefon oder virtuell über so eine Konferenz wie hier jetzt, um einfach sicherzugehen, dass alle wichtigen Punkte beachtet sind. Weil es ist nicht ganz einfach, wenn man gerade die Sprache vielleicht auch nicht beherrscht oder nicht so gut beherrscht, wie wenn man nach Österreich geht und da einfach alles auf Deutsch ist. Und genau, wir versuchen Sie da bestmöglich zu unterstützen. Wie angekündigt, ist jetzt der Zeitpunkt, Fragen zu stellen oder gerne auch, wenn Sie Feedback haben, im Chat zu schreiben oder dann im Anschluss in unserer kurzen Umfrage. Da wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie das dann ausfüllen. Wir haben tatsächlich schon eine Frage bekommen, Heike. Die richtet sich auch gerade an die Steuerpflichtigkeit. Und zwar werde ich beim Einsatz von deutschen Subunternehmern steuerpflichtig? Diese können ansonsten ja keine ordnungsgemäße Rechnung an uns stellen. Ja, das Subunternehmer, das ist kompliziert. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus, um Ihnen da sicher was zu sagen, aber ich meine,
Subunternehmer werden eben nicht steuerpflichtig, sondern sie, der Generalunternehmer, wird steuerpflichtig. Aber wie gesagt, ich kann da keine Aussage treffen, weil das einfach Steuerberater tun müssen. Es tut mir leid, da müssen sie sich dann an ihren Steuerberater wenden. Gut, ansonsten ist jetzt noch keine weitere Frage reingekommen. Wir hatten im Vorfeld noch eine Frage zugeschickt bekommen. Und zwar ging die um die Zollvorschriften. Die Frage war, welche Zollvorschriften beachtet werden müssen bei der Ein- und Ausfuhr von Material. Und da bräuchten wir noch ein paar weitere Informationen dann von Ihrer Seite, nämlich was zum Beispiel geliefert wird und wer der Kunde ist. Denn allgemein ist zu sagen, dass in der EU freier Warenverkehr und Dienstleistungsverkehr herrscht. Das heißt, normalerweise müssen Waren und auch Dienstleistungen nicht verzollt werden. Allerdings kann es natürlich sein, dass bestimmte, gerade Spezialmaschinen oder auch bestimmte Güter angemeldet werden müssen. Und dazu ist die Frage, ob Sie dann aus Drittländern etwas importieren, was Sie für Ihren Auftrag benötigen. Und dann dementsprechend, was das ist. Da würden wir aber gerne mit Ihnen persönlich nochmal sprechen, worum es sich handelt. Allgemein können wir jetzt hier auch schon mal den Tipp geben. Das ist die Tax Agency, also die spanische Steuer- und Zollbehörde gibt. Die heißt auf Spanisch Agencia Tributaria. Und auf dieser Webseite können Sie Informationen zu allen möglichen Steuer- und Zoll rechtlichen Fragen finden. Die sind meistens auf Englisch oder Spanisch. Genau. Gut. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, ah, doch, eine ist gerade noch reingekommen. Die Frage ist, hat Spanien die neue EU-Entsenderichtlinie schon umgesetzt? Was ist da jetzt konkret damit gemeint? Also, dass es vereinheitlicht wird. Vielleicht sprechen Sie darauf an, dass ein allgemeines eine Plattform gibt, wo man, das wäre sehr wünschenswert, eine Plattform, in der man quasi online für ganz Spanien, es gibt so eine Rückkopplung, für ganz Spanien eine Plattform gibt, wo man die Entsendemeldung vereinheitlicht und die Ria-Meldung vereinheitlicht tätigen könnte. Das wäre sehr wünschenswert, bisher aber leider noch nicht umgesetzt. Gut, ich würde jetzt noch einmal kurz auf unsere zukünftige Veranstaltung oder das Projekt, was wir für 2021 geplant haben, hinweisen wollen, weil das auch im Bezug zu Spanien steht. Und zwar werden wir nächstes Jahr ein dreiteiliges Projekt anbieten, indem Sie sich erstens über den Markt auf den Kanarischen Inseln informieren können, in einem kurzen Webinar und dann anschließend auch im Mai nächsten Jahres die Möglichkeit haben, an einem Workshop teilzunehmen, in dem wir schon mit Ihnen an einer maßgeschneiderten Markteintrittsstrategie arbeiten werden. Das heißt, wir werden gucken, was macht speziell für Ihr Unternehmen Sinn und was muss beachtet werden. Daher ist es auch ein Workshop, den wir planen, hier in der Kammer physisch stattfinden zu lassen. Wir hoffen, dass das dann wieder möglich sein wird. Und dann nach diesen vorbereitenden Webseminaren und dem Workshop würden wir für Herbst 2021 eine Unternehmerreise auf die Kanarischen Inseln planen und da dann entweder die Strategie umsetzen oder die vorher schon in den beiden Terminen zuerst geknüpften Kontakte vertiefen wollen. Hierzu haben wir eine Information auf unserer Webseite eingestellt. Und wenn Sie daran Interesse haben, zögern Sie nicht, uns einfach anzusprechen. Dann werden wir Ihnen gerne weitere Informationen dazu zukommen lassen. Sonst finden Sie auch auf unserer Webseite generell alle Veranstaltungen, die wir dieses Jahr noch und auch im nächsten Jahr planen. Also andere Webseminare zu anderen Ländern, zum Brexit ganz aktuell natürlich.
zu Themen wie Holzbau, Kooperationsbörsen etc. Also da lohnt sich ein Blick drauf. Wir bieten auch in diesen Zeiten viele virtuelle Veranstaltungen an. Genau, und dann wären wir auch schon am Ende unseres Webseminars angekommen. Wenn jetzt keine weiteren Fragen oder Kommentare kommen, Sie können auch gerne kommentieren, entweder in der Chat- oder Fragefunktion, was Ihnen zu diesem Webinar spontan einfällt, ob Ihnen alles soweit verständlich vorkommt oder etwas gefehlt hat. Und wir würden Sie gerne bitten, im Nachgang auch das Rückmeldeformular zu auszufüllen, was sich öffnen wird, sobald dieses Webseminar beendet wurde. Das hilft uns dann nämlich für die zukünftigen Webseminare noch passgenauer planen zu können, worauf Sie Wert legen. Gut. Dann bedanken wir uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie sich vielleicht für Aufträge in Spanien entscheiden und sich dann individuell bei uns melden. Wir stehen Ihnen da gerne zur Seite. Genau, auch ein herzliches Dankeschön von mir. Einen schönen Tag noch und wir freuen uns dann, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.